Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute Abend in und aus der Christuskirche, einem Gottesdienst, der gleich in mehrfacher Hinsicht besonders ist. Es ist der erste Gottesdienst hier bei uns in Landshut, in der Christuskirche, nach der Corona-bedingten Pause. Deswegen läuft er unter besonderen Bedingungen und mit besonderen Maßnahmen ab. Zu diesen Bedingungen gehört es, dass wir nicht miteinander singen werden und dass wir nicht mehr als 50 Personen sein dürfen hier in der Kirche. Weil wir aber mit mehr Interesse gerechnet haben, erheblich mehr als 50 Personen, und damit jede und jeder, der gerne an diesem Gottesdienst teilhaben will, das auch tun soll. Deswegen ist heute das Fernsehen hier. Ich begrüße deswegen alle, die heute auf dem Weg über Niederbayern TV von zu Hause aus diesen Gottesdienst mit uns allen mitfeiern. Ein besonderer Gottesdienst ist es natürlich, weil heute ganz offiziell Frau Dr. Nina Lubomirski in ihr neues Amt als Dekanin des Dekanatsbezirkes Landshut eingeführt wird. Deswegen Ihnen, obwohl das hier ja Ihr Gottesdienst ist, Ihnen und Ihrer ganzen Familie heute ein herzliches Willkommen. Und nicht zuletzt freuen wir uns besonders, weil deswegen besondere Gäste bei uns sind. Wir begrüßen unseren Regionalbischof, Herrn Klaus Stiegler aus Regensburg, der heute nicht seine erste Amtseinführung hier in der Christuskirche hat, sondern seine eigene hier auch gefeiert hat. Ein herzliches Willkommen an Herrn Dekan Alexander Blei, an Herrn Dekan Alfred Wölfel von unseren katholischen Nachbargemeinden. Ein herzliches Willkommen Herrn Dekan Christian Weigel vom evangelischen Dekanat Freising. Herzlich willkommen auch Frau Ruth Müller, Mitglied der evangelischen Landessynode, des Dekanatsausschusses, des Bayerischen Landtags. Herzlich willkommen unserem Oberbürgermeister, Herrn Alexander Putz, und dem stellvertretenden Landrat, Herrn Fritz Wittmann. Ein Willkommen auch an Frau Chanja Weinmeier vom Präsidium des Kirchenvorstandes hier der Christuskirchengemeinde. Ihnen, allen, die ich jetzt nicht nennen konnte, und uns allen, wünsche ich jetzt einen besonderen, einen fröhlichen und einen gesegneten Gottesdienst. Wir dir, o Höchster,
Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. So heißt es an diesem Sonntag Kantate. Miriam sang es einst, das Lied von der Befreiung, das neue Lied von der neuen Zeit. Wir müssen zurückhaltend sein mit unserem Singen in unserer Kirche in dieser Zeit. Das bedrückt uns. Wir rufen zu Gott, Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. David sang zur Harfe, um Saul zu besänftigen, um Gott zu loben, der sein Volk so stark gemacht hatte. Uns, unser Volk, die ganze Welt treiben die Sorgen um die Krankheit, darum, wie es weitergehen wird. Wir rufen, Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Vom ersten Ostern an bis heute lebt davon unser Glaube, unser Rufen, unser Klagen, unser Lob und unser Preis, unser ständiges Bekennen. Wir rufen zu Gott, Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. So ruft Jesus die Menschen zu sich und auch wir dürfen uns einladen lassen, mitzufeiern. Im Angesicht von Gottes Güte und Barmherzigkeit. Die schenke Gott uns allen. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, sei du nun in unserer Mitte. In der Vielzahl der Stimmen, die an unser Ohr dringen, lass uns die Stimme hören, die uns meint. In der Vielzahl der Worte, die unsere Aufmerksamkeit beanspruchen, lass uns die Botschaft hören, die uns trägt. In der Vielzahl der Appelle, die uns erreichen, lass uns den Ruf hören, der uns bewegt. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen. Das Evangelium für diesen heutigen festlichen Sonntag Kantate steht bei Lukas im 19. Kapitel. Als Jesus schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sie sprachen: Gelobt sei der, da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Erde in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In diesem Gottesdienst führen wir Sie, liebe Schwester Nina Lubomirski, in Ihre neue Aufgabe hier in Landshut ein. Die dazu ausgestellte Urkunde hat folgenden Wortlaut: Der Landeskirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern hat der Pfarrerin Dr. Nina Lubomirski nach erfolgter Wahl des Wahlgremiums die erste Pfarrstelle Landshut Christuskirche mit Dekansfunktion Dekanatsbezirk Landshut übertragen, mit Wirkung zum 1. Mai 2020. Zugleich wird ihr das Amt der Dekanin für den Dekanatsbezirk Landshut übertragen, mit dem Auftrag, Leitung und Aufsicht über die kirchliche Arbeit im Dekanatsbezirk Landshut zu übernehmen, den Dienst der Pfarrer und Pfarrerinnen sowie aller kirchlichen Mitarbeitenden zu begleiten und das Leben der Gemeinden, Einrichtungen und Dienste nach Kräften zu fördern. Aufgrund der Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern vollziehe ich die Berufung mit dem Wunsch, dass Gott Amt und Gemeinde segne zum Bau seines Reiches und zur Ehre seines Namens. München, den 27. Februar 2020, der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Dr. Heinrich Bedford Strohm. Hört biblische Worte für den Dienst einer Pfarrerin. Im Matthäusevangelium lesen wir das Wort Jesu Christi an seine Jünger. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Völkern, zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Im Lukas-Evangelium lesen wir, wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Amen. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, liebe Familie Lubomirski, liebe Frau Lubomirski, ein herzliches Willkommen Ihnen hier in Ihrer neuen Aufgabe in Landshut. Ihre Wurzeln biografisch sind in Norddeutschland, aber längst sind Sie hier im schönen Niederbayern heimisch geworden, auch in der kirchlich-diakonischen Arbeit. Die letzten Jahre haben Sie profiliert, innovativ, versiert in der Altenheimseelsorge gearbeitet und auch an der Hochschule in Nürnberg. Und nun mit dem 1. Mai Dekanin im Dekanatsbezirk Landshut. Alles neu macht der Mai, so heißt es im Volksmund. Alles wird vermutlich nicht neu für Sie, vieles aber schon. Mit dieser reizvollen, schönen und großen Aufgabe, Dekanin in diesem schönen Dekanatsbezirk Landshut. Leitungsaufgabe auf der mittleren Ebene in unserer Kirche, den Blick für das Ganze des Dekanates mit den Kirchengemeinden, mit der Diakonie
mit der Bildungsarbeit, den Blick für die Menschen, die hier arbeiten, hauptberuflich Pfarrerinnen und Pfarrer, andere kirchliche Berufsgruppen und viele Menschen mit Leidenschaft ehrenamtlich. In Kindertagesstätten, im Religionsunterricht, die Seelsorge im Krankenhaus, im Gefängnis, in den Heimen. Wir haben hier eine breit aufgestellte evangelische Arbeit im Dekanat Landshut. Und da haben Sie nun Ihre Aufgabe als Dekanin, den Blick für das Ganze zu haben, Kooperation und Kommunikation zu fördern, den Blick für die Menschen und den Blick für die Herausforderungen. Freilich stehen Sie nicht alleine. Leidenschaftlich sind Menschen hier, die mit Ihnen Kirche Jesu Christi bauen wollen. In ökumenischer Offenheit und Weite, aber auch evangelisch profiliert mit Lust und Profil. Und das in diesen ganz besonderen Zeiten. Kirche Jesu Christi in der Corona-Krise, mit Corona, vielleicht einmal auch nach Corona. Wir lernen derzeit, dass vieles, was uns bewährt und liebgewonnen ist, vielleicht so nicht mehr zurückkommen wird. Und wir entdecken, wie viel Neues, wie viel Kreativität in unserer Arbeit sich auf einmal regt. Das Evangelium, diesen wunderbaren Schatz zum Klingen zu bringen, für die Menschen mitten in ihrem Leben, gegen alle Verschwörungstheorien dieser Zeit, sich erinnern lassen an diese wunderbare Botschaft: Da ist ein uns Menschen zugewandter Gott und der befähigt uns, der traut uns etwas zu, der nimmt uns in die Verantwortung für das Leben in dieser Welt. Good News from L.A. So Ihr Podcast mit einer ehemaligen Konfirmandin. Und L.A. steht hier nicht für Los Angeles, sondern für Landshut. Gute Nachrichten aus Landshut. Ja, die brauchen wir und es ist schön, dass die gesendet und gelebt werden. Das Evangelium mit Worten und Taten mitten in dieser Welt zu bezeugen und dafür einzustehen. Good News from L.A. Eine schöne Aufgabe, eine gemeinsame Aufgabe für uns als Kirche. Und nun mit Ihnen in dieser besonderen Funktion als Dekanin. Der Kraft des Evangeliums etwas zutrauen, als Trost, als Quelle der Hoffnung, als Kraft Verantwortung zu übernehmen, Quelle der Zuversicht für unser Leben. So haben wir unseren Platz als Kirche mitten in dieser Welt, mit den Menschen und nahe bei den Menschen. Die biblische Losung für diesen heutigen Sonntag lautet: Tu, was dir vor die Hand kommt, denn Gott ist mit dir. Ursprünglich von Samuel, dem ersten König in Israel, Saul, zugesprochen. Wir krönen heute keine neue Königin in Landshut. Wir führen eine neue Dekanin ein. Aber dieser Zuspruch: Tu, was dir vor die Hand kommt, denn Gott ist mit dir, den spreche ich Ihnen von Herzen und gerne zu. Trau dich. Geh diese Aufgabe an, sie ist schön, denn Gott ist mit dir. Amen. Und nun hören wir das Bittlied um den Heiligen Geist. O Heiliger Geist, kehr bei uns ein.
Gottes Wort gehört und führen Nina Lubomirski in ihre neue Aufgabe ein. Liebe Schwester Nina Lubomirski, bist du bereit, den Dienst deiner Pfarrerin hier in der Christuskirche Landshut und den Dienst der Dekanin im Dekanatsbezirk Landshut zu übernehmen? Mit der Dekanatssynode, mit den Kirchenvorständen, mit allen, die hier Dienst tun, zusammenzuarbeiten und dein Amt so zu führen, wie du es bei der Ordination versprochen hast, zur Ehre Gottes und zum Wohl der Gemeinde, so bezeuge es vor Gott und dieser Gemeinde mit deinem Ja. Ja, mit Gottes Hilfe. Und ebenso frage ich euch, die Mitglieder der Gremien, die mit dem Amt besonders verbunden sind, die Pfarrerinnen und Pfarrer, die Mitarbeitenden hier im Dekanatsbezirk, die ganze versammelte Gemeinde. Seid ihr bereit, Nina Lubomirski als eure Dekanin anzunehmen? Wollt ihr sie in ihrem Dienst unterstützen und ermutigen? Und versprecht ihr mit ihr zusammen dem Aufbau der Kirche zu dienen, so antwortet ja mit Gottes Hilfe. Liebe Schwester Nina Lubomirski, im Gehorsam gegen den Auftrag, den der Herr seiner Kirche gegeben hat, und im Vertrauen auf seine Verheißung führen wir dich ein in das Amt der Dekanin hier in Landshut. Tu deinen Dienst in der Furcht Gottes mit Liebe und Treue. Lasst uns gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Du treuer Gott, Geber guter Gaben, wir danken dir für unsere neue Dekanin Nina Lubomirski. Wir bitten dich, gib ihr den Heiligen Geist, dass sie dein Wort recht verkündigt und deiner Kirche mit den Sakramenten nach deinem Willen dient. Bewahre sie in Anfechtung und Zweifel, schenke ihr Mut und Klarheit, gib ihr Geschick, Menschen ins Gespräch zu bringen, Gegensätze zu überbrücken und den Ausgleich zu fördern. Erhalte die Kirche und alle, die ihr dienen, in deiner Wahrheit, bis an den Tag, an dem du dein Reich vollenden wirst in Herrlichkeit, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr segne dich, er segne deinen Dienst an allen, die dir anvertraut sind. Amen.
Wir hören nun die Segensvoten der Assistierenden. Hartmut Lubomirski, der Vater unserer neuen Dekanin, hat einen Vers aus dem Psalm 90, der auch der Taufspruch für seine Tochter ist, als Segenswort ausgewählt. Er heißt: Fülle uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Ruth Müller, Mitglied der Landessynode und des Präsidiums der Dekanatssynode, nimmt folgenden Vers aus dem Psalm 139 als Segenswort. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich halten und deine Rechte mich führen. Dekan Christian Weigel aus dem evangelischen Nachbardekanat Freising nimmt sein Segenswort aus dem Buch der Sprüche. Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Und ich, Dekan Alfred Wölfl, als Vertreter der katholischen Kirche in Landshut, habe einen Satz aus dem 2. Korintherbrief als Segenswort gewählt. Er heißt: Diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. So wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Trage nun dieses Kreuz als Zeichen deines Amtes. Es soll dich und alle anderen an Jesus Christus erinnern, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Geh hin im Frieden des Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, in der Verkündigung derer, die dazu ordnungsgemäß berufen sind, sollt ihr das Wort Gottes suchen und hören. Und so bitte ich euch, achtet den Dienst eurer neuen Dekanin Nina Lubomirski. Steht ihr bei und betet für sie und prüft ihre Worte an der Heiligen Schrift. Denn ihr seid alle durch die Taufe berufen, den Glauben vor der Welt zu bezeugen. Gott schenke euch dazu seinen Geist. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, Kantate, singt dem Herrn ein neues Lied. Diese Aufforderung hat Musiker zu allen Zeiten zu Neukompositionen inspiriert. Ein Lied aus Bachs gleichnamiger Motette haben wir eben gehört. Monteverdi, dessen Marienvesper wir eigentlich heute Abend hier in der Christuskirche gehört hätten, Felix Mendelssohn, Bartholdy und viele andere haben Gott neue Lieder geschrieben. Aber eigentlich richtet sich die Aufforderung von Psalm 98 nicht an Komponisten, sondern an Sängerinnen und Sänger. Wir, die Gemeinde, soll Gott ein neues Lied singen. Aber warum überhaupt ein neues Lied? Wir haben doch so viele schöne alte Lieder. Lieder, die wir lieben, die wir kennen und können, die uns unser Leben lang begleiten, Lieder, die wir heute so gerne singen würden. Wozu neue Lieder? Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Der zweite Satzteil gibt an, warum wir neue Lieder brauchen. Weil Wunder geschehen. Weil Gott etwas geschehen lässt, über das wir uns wundern. Ich wundere mich gerade ununterbrochen. Ich wundere mich über diesen Gottesdienst, der so ganz anders ist, als ich ihn mir vorgestellt habe. Ich wundere mich über die Gemeinden in unserem Dekanat, die auf einmal ganz neue Wege gehen. Mit sorgfältig aufgenommenen Gottesdiensten, die auf die Homepage gestellt werden. Mit Gottesdiensten to go in alltagsoffenen Kirchen. Mit Pfarrkonferenzen per Videochat. Wir alle haben in den letzten Wochen eine unglaublich steile Lernkurve hingelegt. Und das nicht deshalb, weil viele von uns ihren Kindern bei den Hausaufgaben geholfen haben. Also nicht nur deshalb. Corona hat der Kirche einen Digitalisierungsschub gebracht, der an ein Wunder grenzt. So vieles, von dem wir immer gesagt haben, das braucht's doch nicht auch noch. Machen wir jetzt einfach. Sie merken, ich bin begeistert davon, wie die Gemeinden vor Ort mit der Situation umgehen, wie sie kreativ werden, wie sie gemeinsam versuchen, diese Krise zu bewältigen. Um diese Kreativität zu entfalten, mussten die Gemeinden das machen, was, glaube ich, fast alle von uns in den letzten Wochen gemacht haben. Wir mussten ausmisten. Jede Gemeinde musste eine eigene Antwort darauf finden, was jetzt in der Krise unbedingt getan werden muss. Verkündigung, Einkaufsdienste für ältere Gemeindeglieder, Telefonseelsorge, Posaunenchor vor dem Altenheim, vorbereitete Andachten aus dem Netz, die dann zu Hause gefeiert werden konnten. Ich musste in dieser Situation oft an das Wort Dietrich Bonhoeffers denken. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie uns nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern auf ihn verlassen. Dass wir uns gerade in einer Notlage befinden, das lässt sich bei allem Optimismus und allen Lockerungen nicht verhehlen. Corona erschüttert unser Leben in seinen Grundfesten. Und ich mag gar nicht aufzählen, wie diese Krise uns alle trifft, unser Leben, unsere sozialen Kontakte, unsere Existenzen. Sie wissen es ja, Sie erleben es ja selbst. Und inmitten dieser Krise verändert sich Kirche. Jedes Jahr, wenn die Kirchenaustrittszahlen kommen, dann sagen wir, dass sich Kirche verändern, erneuern muss. Dass wir Menschen ansprechen sollen, die normalerweise nicht in die Kirche kommen oder nichts mit der Kirche zu tun haben wollen. Wir tun es gerade. Die Tagesimpulse von Pfarrerin Mavrides werden häufiger im Netz angeklickt, als normalerweise sonntags in den Gottesdienst in Rottenburg kommen. Und auch diesen Gottesdienst sehen vermutlich jetzt gerade mehr Menschen im Fernsehen, als eigentlich in diese Kirche passen. Ich weiß, dass viele Menschen traurig sind und enttäuscht, dass sie heute hier nicht in dieser Kirche dabei sein können. Und glauben Sie mir, ich bin es auch. Und zugleich freue ich mich, dass so viele Menschen die Möglichkeit haben, über das Fernsehen dabei zu sein. Menschen, die vielleicht zu alt, zu krank oder zu weit entfernt sind
und auf gar keinen Fall sonst dabei sein hätten können. Und ich muss mich jetzt ein bisschen zu zwingen und mich in die Kamera zu winken und meiner Schwiegermutter einen schönen Muttertag zu wünschen. Im Ernst, ich grüße Sie alle, die Sie diesen Gottesdienst vom Fernseher aus sehen, ganz, ganz herzlich. Schön, dass Sie mitfeiern. Ecclesia Semper Reformanda. Die Kirche muss ständig erneuert werden. Das heißt nicht, dass sich die Kirche selbst ständig erneuern muss, sondern dass Gott seine Kirche beständig erneuert. So wie Gott unser aller Leben jede Sekunde lang erhält und erneuert, so erhält und reformiert Gott auch seine Kirche immer wieder unaufhörlich. Und bitte verstehen Sie mich jetzt nicht falsch. Ich sage nicht, dass Gott Corona geschickt hat, damit die Pfarrerinnen und Pfarrer endlich YouTube entdecken. Ich sage mit Bonhoeffer, dass Gott auch in der Corona-Krise seiner Kirche die Widerstandskraft gibt, die sie braucht. Und deshalb gibt es auch kein einfaches Zurück, ein Zurück zu den alten Formen, zu den alten Liedern. Natürlich sehnen wir uns alle nach Normalität. Wir wollen alle, dass es wieder so wird wie vor der Krise. Es wird nicht wieder wie vorher, zumindest nicht für sehr lange Zeit. Und es wäre auch eine verpasste Chance, wenn wir jetzt alle einfach zurück auf Los gingen. Machen wir lieber weiter mit den neuen Wegen, mit den neuen Liedern. Öffnen wir uns für die neuen Medien, öffnen wir unsere Kirchen und Gemeindeseele, für die Schulen und alle anderen, die Platz brauchen, um sich zu versammeln. Probieren wir neue Gottesdienstformen aus, weil die alten nicht möglich sind. Nehmen wir teil am Diskurs darüber, wie unsere Gesellschaft in Zukunft aussehen soll. Zeiten des Umbruchs erfordern neue Lieder. Für mich persönlich war so eine Zeit des Umbruchs nach dem Abitur, als ich ein Jahr in verschiedenen religiösen Gemeinschaften verbracht habe, auf einer Insel in Schottland, in einem Kloster in Neuchâtel, in der evangelischen Gemeinde in Vladivostok. Eines der Lieder, das ich damals gelernt habe, habe ich Ihnen heute mitgebracht. Es ist streng genommen kein neues Lied, aber den vierstimmigen Satz hat Kirchenmusikdirektor Glockner extra für diesen Gottesdienst geschrieben und eigentlich hätte der Dekanatschor ihn heute gesungen. Das hat nicht sollen sein. Das Lied heißt Jubilate, Jubilate und ist eine Vertonung vom Psalm 100, einer Hymne, die mit den Worten beginnt: Jauchzt dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Liebe Gemeinde, ich denke, Gott kann es verkraften, dass wir als Gemeinde heute nicht seinen Lobpreis singen dürfen. Im Evangelium haben wir vorhin gehört, Jesus sagt, wenn die Jünger schweigen, so werden die Steine schreien. Und bei uns schreien glücklicherweise heute nicht die Steine, sondern es singt ein großartiges Vokalensemble. Hören wir Jubilate, jauchzt dem Herrn. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Neue und alte Lieder werden wir dir singen, o Gott, denn unser Glaube lebt in diesen Liedern, die wir dir singen als deine Gemeinde. In unserem Gebet können wir dir sagen, gemeinsam vor dich treten, das vor dich bringen, was uns bewegt, was dein Geist uns eingibt. So bitten wir für alle Menschen, die krank sind oder im Sterben liegen, und für die Menschen, die anderen dienen, in Therapie und Pflege in den Altenheimen, Krankenhäusern und Wohnungen in unserem Dekanat und auf der ganzen Welt. Wir bitten für all die Menschen, die sich um die Seelen der Einsamen sorgen, die Verbindungen suchen und Nähe schaffen, wo Trennung herrscht. Wir bitten für die Menschen, die in Sorge sind um ihren Lebensunterhalt und für die Menschen, die Verantwortung übernehmen für das wirtschaftliche Leben und in der Politik. Gütiger Gott, heute danken wir dir für Nina Lubomirski. Wir bitten dich, nimm ihre Gaben in deinen Dienst. Schenke ihr einen klaren und aufmerksamen Blick. Schenke ihr Kraft und Freude für ihr Tun. Bewahre sie vor Entmutigung. Bewahre sie in Anfechtung und Zweifel. Erhalte ihre Zuversicht und schenke ihr treue Wegbegleiter. Verbinde sie mit uns allen im Lob deines Namens. Lebendiger Gott, wir freuen uns darauf, wenn wir dir wieder alte und neue Lieder singen, uns in den Arm nehmen und ungeschützt miteinander reden dürfen und bitten dich, komm uns entgegen, du unser Gott. Amen. Und so geht in diesen Tag und geht in die kommenden Wochen unter dem Segen Gottes. Ihr sollt mit Freuden hinausziehen und im Frieden geleitet sein. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Amen.